Hallo Freunde, willkommen zurück beim Sturm auf die Festung von Clyde. Ja, in der letzten Episode haben wir angefangen, hier die unteren Stockwerke zu säubern und haben gerade eben Ike geholfen, diesen Zyklopen hier fertig zu machen. Wir kümmern uns jetzt mal mit Nagasaki. Die zerbrechlichen Teile dieser Festung. Okay, das funktioniert hervorragend. Hier sind doch zwei Sachen zu looten. Na also, ein Ritterhelm, 80 Rüstung, 2 Treffer, wenn du einen Feind K.O. schlägst. Ein Schild für 2 Treffer, wenn du... Also als Tank könnte man hier auch ganz toll spielen, müsste man halt Krieger sein. Ja, Kinder, das macht Spaß, oder? Wer bist du eigentlich? Ah ja, das ist das Mädel, was vorne dran stand. Vor dem Schiff auf dem Spielplatz, genau hier immer. Da liegt doch was auf dem Dach. Richtig, ein Schuh. Okay, ich habe das Gefühl. So, und jetzt müssten wir... Das ist zwar nicht die feine englische. Aber es funktioniert. So, dann... Das sollten wir uns vielleicht noch mal überlegen. Ha! Das reicht weiter, als ich dachte. Scherbe der Krone des dunklen Lords. Ignorieren bis zu 400 Rüstung. Ja, das ist nur eine Scherbe seiner Krone. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass der Typ ist? Uiuiui. Ah, die Steuerräder vergessen. Wir müssen ja hier das, ihr versteht schon. Im Wichtelmodus könnten da jetzt wahrscheinlich schon durchlaufen. Wir machen es aber anständig. Ich bück mich doch nicht für so ein Tor, wenn man es ganz hoch machen kann. Oh nein, Craig. Okay, okay. Wir müssen dieses Rätsel hier lösen. Bevor er alles hochgelassen hat. Sonst wird der nächste Kampf nur noch anstrengender. Mike reinlassen. Funktioniert. Ja, Verdammt. Nein, ich hab ihn. Oh, verdammt. Ah, Ike hat es in Brand gesetzt. Da hätte ich nochmal eine Granate drüber werfen müssen. Okay, mit 2 Kühen. Wir wissen, die explodieren nach einer Runde. Das heißt, wir sollten die rausnehmen, bevor die die Chance haben zu explodieren. Sehe ich ähnlich, du Kuh. Okay, was könnt ihr so? Kuh hat, ja, 4000 Life ungefähr, schwach gegen Feuer. Schönen Tag. Da könnt ihr auch. Und er ist einfach nur ein Boss mit über 30.000 Life und... Assassine mit über 1000 Rüstung. Jawohl! Ich habe das Gefühl, wir haben falsch geskillt. Gut, als erstes verteilen wir Verblutung, weil wir es können. Scheiße! Sehr gut. Als nächstes müssen wir uns überlegen, wie wir diese Kühe kaputt kriegen. Das probieren wir mal auf diese Art. Okay.
alles auf Leid. Kühe. Verdammt, Kühe. Okay, viele Chancen haben wir nicht mehr, die Kühe rechtzeitig zu killen. Das war Chaos. Jetzt kommt wahrscheinlich der Chaosmantel. Nicht, dass der schlecht wäre, der würde uns gegen die Kühe auch sehr helfen. Okay. Go for it, Butter. Au. Okay, ich weiß schon, wer nicht der echte Clyde ist. Hm. Du machst dir keine Vorstellung davon, was ich glaube, was ich bin. Okay, als erstes ein paar Blutungen verteilen. Immun gegen Flächenschaden sind sie auch noch. Probieren wir es. Irgendeiner davon wird schon der echte sein. Ja, wahrscheinlich der mit dem meisten Leid. Go for it. Warum zündet diese Richtung nie? Nee. Und beim Ärger über diese eine Aktion habe ich die nächste gleich verkackt. Gut, Butters, ein bisschen heilen. Immun gegen Flächenschaden. Ja, als Boss ist er natürlich immun gegen. Hört ihr auf? Butters, nein! Ihr Schweine! Okay, dann müssen wir mal kurz wieder den Nacho wedeln. Gegenstand schon benutzt, das heißt, wir schauen mal, dass wir seine Rüstung verkleinern. Keule! Bautz! Na, das sieht doch gut aus. Und noch hat er für Rüstung. Ein Butters. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir nicht vielleicht doch besser austauschen sollen. Aber die Heilung ist schon nicht schlecht. Auf der anderen Seite. Being a trader is awesome. You guys are missing out. Wir holen uns mal Kai dazu. Die Klone sind zwar immun gegen Flächenschaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind schon wieder dran. Klar, das ist langsam. Ey, hab ich nie gedacht. Ich war bei dem wegen... Warte, du verstehst? Okay, nochmal die Rüstung verkleinern. Erneut angreifen. Klingt super. Ja, betäuben können wir nicht. Was er allerdings gebrauchen könnte, werden wir wieder ein paar Blutungen. Und solange er alleine ist, kriegt er den Schaden komplett ab. So, mal schauen, ob ich den ersten diesmal richtig treffe. Das sieht doch schon viel besser aus. Ach, wie fies. Hörst du auf? Okay, das heißt, der in der Mitte ist wahrscheinlich der echte. So. Was heißt das denn? Craigslist ist dieser eine von unseren Sekundärtreffern. Wisst ihr was, wir probieren es einfach mal mit dem Pfeilhagel. Mehr als schief gehen kann es nicht. Oh, Moment. Nee, trifft nicht die ganze Reihe. Also gut. Das müsste der echte Crack sein. Ich probier's. Verdammt!
Dringend Heilung. Und ein bisschen Schaden wäre auch nicht schlecht. Heilung kommt mal zuerst. So. Konzentration. Oh, ich hoffe so, dass das der echte Kleid ist. Für den Fall der Fälle. Ach, alle noch. Okay, dann lässt du mir keine Wahl. Dann muss ich das Baby treten. Die Klone müssen durch den Blutungs... 35.000, also das ist total verkackt, war nicht schlecht. Okay. Und der nächste Tempotrank. Ja, er blutet stark. Die Rüstung ist wieder voll. Das hätten wir uns auch schenken können. Morchen wir ein bisschen. Okay, den Kaffee hätten wir uns auch schenken können. Aber jetzt sieht er mal, was ein echter Schurke ist. Nämlich 15. Beach. Schwefel, 100 Feuerschaden. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Jawohl. Hoch geht's. Hey, Ike. So, wir haben hier drüben eine Truhe mit einer Ritterrüstung. 150 Rüstung und 10% mehr Waffenschaden mit Zweihändigen. Und schwächfeindliche Rüstung. Kleids Regelwerk. Die Rules. Na, nehmen wir alles mal mit. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. Das ist ja fies. To put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Was? Well, nein. I remember that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some was? Drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ. How long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! Ich habe ein ganz mieses Gefühl. No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Nein. Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Ja, wer könnte das nur sein? Verdammt, wenn wir so einen hätten. Ich, Ups. War ich das? Tja, ich glaube... Sorry? Ups und so. Ja, dann muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie wieder geflickt kriege alles und ob wir dann weiterspielen können oder nicht. Ich würde sagen, ja, bis ich das alles zusammengepuzzelt habe, also morgen wird es bestimmt. Aber immerhin, mit so einem Ende hätte keiner gerechnet, oder?
Ja, da muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, was wir nach South Park zocken. Nee, Spaß beiseite. Wir machen morgen weiter. Ich wollte euch nur mal diese Option zeigen. Natürlich geht das Spiel noch weiter. Aber wie gesagt, das machen wir dann morgen. Ciao, Leute.